Willkommen hier bei Heartbeat Games und zu einem neuen Part zu Let's Play Hitman Absolution. Im letzten Part konnten wir die Layla ausfindig machen und sie über den virtuellen Jordan schicken. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ich klicke mal auf Weiter und gespielt wird immer noch auf Normal. Part 3 Countdown. Tja, passend zum Silvester heute. Okay. Blake Dexter eliminieren. Wir sind auf dem Dach. Ja, da werden uns jetzt die Punkte nochmal hier angezeigt, da oben. Okay. Und ich erkenne rein gar nichts. Wirklich. Es ist so nebelig hier oben. Ich drücke mal auf Instinkt. Okay. Einige Wachleute. Oh, da blinkt wirklich eine Menge auf. Okay, und da hinten müssen wir hin. Oh, das sieht ziemlich weit aus. Und hört ihr dieses Ticken? Was zur Hölle ist dieses Ticken? Da hinten blinkt nochmal was auf. Ich glaube, das ist so eine Art Flaschenzug oder sowas ähnliches. Also, besser kann ich es nicht erkennen. Okay, da hier mal so viele Leute sind, würde ich mal sagen, ich schalte den da aus, den auf 12 Uhr, verkleide mich und dann mal sehen. Okay, gut, dazu nehmen wir natürlich unsere Klavierseite, es muss leise vonstatten gehen. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich weiß jetzt, was das Ticken verursacht. Nämlich Sprengsätze. Verdammt nochmal, die wollen uns in die Luft jagen. Okay, ich nehme mal die Waffe hier auf. Wohin muss ich? Wohin muss ich, verdammt? Wohin? Okay, überall sind Leute. Ich glaube, ich muss da lang. Oh, oh, verdammt. Aber die werden... Ach Mann, wir werden hier erkannt. Kenne ich den nicht von der Akademie? Ja, sicher. Sicher. Das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen aufzuhalten. Ach, verdammt. Soll ich die ausschalten hier? Zentrale, Ladung 7 bis 12 sind scharf. Okay, da ist ein Speicherpunkt. Gut, ich speichere mal hier ab. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Okay, hier haben wir abgespeichert. Ach ja. Okay. Wir haben nur noch 3:30. Ja, hier kann ich rein, aber doch nicht. Man braucht natürlich eine Schlüsselkarte. Oh oh, und die Victoria kreischt hier, sage ich euch. Ist das überhaupt die Victoria? Oh oh, das wird knapp. Achtung, Alpha-Einheit. Annäherungsminen in Sektor A und C gelegt und scharf. Okay. Wir wollen ja keine Kettenreaktion auslösen. Over. Ach du meine Güte. Was mache ich denn jetzt hier? Gott, ich sehe hier draußen rein gar nichts. Okay, was machen wir denn jetzt? Soll ich da irgendwie rumschleichen? Ja, muss ich wohl. Annäherungsminen. Ein falscher Schritt könnte eine Kettenreaktion auslösen. Nee, nee, ich passe schon auf. Ich hoffe jedenfalls, dass ich aufpasse. Ach, verdammt. Ja, ja, als Hitman hat man es nicht leicht. Da stimmt was nicht. Okay, das ging. Ich glaube, dein gemeinsamer Freund wird sich erinnern. Ah, da kann ich lang, oder? Entweder kann ich hier hoch, ganz normal, oder...
Ich gehe mal hier rein. So. Was gibt es hier? Spähen. Ach, verdammt, ich wollte doch spähen. Ja, das ging aber echt in die Hose. Ich nehme mal den Vorstärker mal mit. Okay, was ist das? Deckung wechseln? Nee, möchte ich nicht. Komm, wir haben nur noch 2 Minuten. Verdammt nochmal. Na, wo ist denn die Waffe? Da. Warum bin ich hier nochmal rein? Was ist das? Eine Schlüsselkarte. Ja, die kann ich mir jetzt sonst wo einschlüsseln. Was war das? Nee, Kaffeetasse brauche ich doch nicht. Komm. Mache, ne? Die Kette wird bei Kraftausübung aus... Ja, ich weiß, ich weiß. Dazu nehmen wir doch mal hier. Na, schlag zu. Hallo? Nee, macht er nicht. Tja, dann müssen wir so rum. Öffnen. Okay. Feindliches Gebiet. Okay, da ist der miese Penner. So, dann gehen wir mal hoch hier. So. Das wär's. Okay, und jetzt? Der letzte Countdown. Tja, so einfach war das. Okay. Das war's mit dem miesen Dexter. Ich klick mal auf Weiter hier. Ja, ist ja gut. Was haben wir eingesammelt? Ja, nicht viel. Gut, ich klick mal auf Weiter hier. Lieber 47, wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Epilog. Absolution. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Okay. Wir sind ungestört. Travis? Okay. Ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Okay, das ist interessant. Sie würde sie mit Blitz in die Irre führen. Anscheinend ist sie Diana doch nicht tot, aber wir haben sie doch eigentlich umgebracht. Verdammt nochmal, das war echt knapp. So, na gut, gehen wir mal weiter. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang der Part ist. Soll ich hier erstmal einen Schnitt machen? Ja, ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, dass wir jetzt hier mal einen Schnitt machen. Tja, den Dexter haben wir jetzt umgebracht und jetzt sind wir, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, 6 Monate... ja, danach, also nach dem Dexter-Mord. Und schaut euch mal bitte die Texturen an. Das sieht echt absolut geil aus. Ja. Na gut, sei es drum. Also, wir wollen in das Familienmausoleum oder Familiengrab von Diana mal rein.
Vielleicht ist sie ja noch am Leben. Also ich bin gespannt. Seid ihr es auch? Dann schaltet auch im nächsten Part wieder mit ein. Macht's gut und bis dann. Ciao.